Hey, hier ist wieder Christopher von iDoc und heute geht es weiter mit der Lötreparatur des Bluescreen-Problems am iPhone 5S. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man an einer Beispielplatine den Fehler erkennt und auch reparieren kann. Also erstmal führt man die Diagnose durch, guckt, ob die Leiterbahnen durchtrennt sind und brückt diese dann und am Ende wird das Ganze gereinigt und versiegelt. Als ersten Schritt dabei schalte ich das Gerät jetzt also erstmal aus. Danach öffne ich das Gerät über das Display. Und beim 5S natürlich ganz wichtig, der Home-Button ist hier noch mit dem Kabel angeschlossen. Normalerweise würde ich jetzt das Gerät direkt unter dem Mikroskop angucken. Da wir aber schon vorher wissen, dass die Leiterbahnen kaputt sind, baue ich die Platine komplett aus. Ich löse mir jetzt vorher noch diese Schutzfolie, die Kontakte und Bauteile auf der Platine schützt. Die würde jetzt bei der Reparatur sehr wahrscheinlich verbrennen oder halt sich verformen durch die Hitze des Lötkolbens. Mach jetzt weiter mit der Platine des Kunden. Also erstmal Diagnose mit dem Mikroskop in den Bolzen reingucken. Danach den Bolzen entfernen und die Leiterbahnen freilegen. Dann verzinnen und notfalls brücken. Und zum Schluss natürlich reinigen und durchtesten mit dem Multimeter. Ich spanne jetzt also die Platine ein. So, und da sehen wir auch den ersten Bolzen. Hier ist auch eindeutig zu erkennen, dass dort eine Schraube, die zu lang war, hineingeschraubt wurde. Denn hier ist nochmal ein Ring auf der Oberfläche der Platine zu erkennen. Das ist eindeutig das Zeichen, dass die Schraube dort hineingekratzt hat. Genauer erkennt man das natürlich, wenn man dann den Bolzen noch einmal entfernt mit der Lötspitze. Also Lötspitze verzinnen, an den Bolzen halten. Wenn er sich dann erwärmt hat, beziehungsweise das Lötzinn an den Bolzen, kann man diesen entfernen. Damit mir das die Arbeit später etwas vereinfacht, entferne ich hier auch nochmal das überschüssige Lötzinn mit der Entlötlitze. Nachdem ich jetzt den Bolzen entfernt habe, sieht die Beschädigung nicht mehr ganz so schlimm aus. Man erkennt aber trotzdem eindeutig den Kreis, den die Schraube hineingeschnitten hat. Ich kann jetzt eigentlich nur das Ganze freilegen, um wirklich zu überprüfen, ob die Leiterbahnen beschädigt sind. Dafür drehe ich mir die Platine in eine andere Position, damit ich mit dem Skalpell dort besser herankomme. Und dann kann ich auch schon loslegen. Ich kratze also einfach mit meinem Skalpell eine Schicht nach der anderen weg. Das geht natürlich hier, wo wirklich eine Kupferbahn liegt, also dieser Ring hier, der ist aus Kupfer, ist aber momentan verzinnt, deswegen diese silbrige Farbe. Da ist es ein bisschen schwieriger als bei dem Platinenmaterial hier in der Mitte. Das Ganze muss man halt mit etwas Zeit und Ruhe machen und natürlich viel Gefühl, denn man kann dann doch sehr schnell viel zu stark kratzen und zerstört sich am Ende mehr, als vorher überhaupt beschädigt war. Das Ganze ist eine kleine Geduldsaufgabe und erfordert auch ein bisschen Übung. Je öfter man das Ganze macht, desto einfacher fällt einem das. Und man kriegt dann auch sehr gut ein Gefühl, wie stark man kratzen darf und wie stark man vorgehen darf, also in die Tiefe gehen darf. Man muss diesen äußeren Ring, den ich gerade wegkratze, nicht immer entfernen. Ich mache das aber doch immer, da ich dadurch mehr Platz für meine Werkzeuge später habe. Wenn dann irgendwann zu viele Späne auf der Oberfläche liegen, dann kann man sich das mit einem einfachen Wattestäbchen und etwas Alkohol reinigen. Das hilft auf jeden Fall bei der Übersicht. Außerdem hat das einen kleinen Effekt auf das Leiterplattenmaterial. Man kann dann nämlich so ein bisschen durch die Schichten hindurch sehen. Da das Leiterplattenmaterial dann etwas durchsichtig wird. Ich habe jetzt die Leiterbahn fast gänzlich freigelegt und man erkennt auch immer noch sehr gut, vor allem wenn ich das Ganze mit Flüssigkeit benetze, wo die Schraube gedrückt hat. Ja, man erkennt hier so einen kleinen Kreis und hier oben auch. Ich kann jetzt mit meinen Augen nicht 100% sagen, ob die Leiterbahnen durchtrennt sind oder ob sie noch intakt sind. Deswegen werde ich das Ganze durchmessen und dafür nehme ich mir natürlich wieder meinen Multimeter.
So, einmal vorher testen, ob es auch funktioniert. Und dann eine Leiterbahn nach der anderen durchklingeln. Hört sich auch gut an. Also scheinen hier keine Brüche oder Schnitte an den Leiterbahnen vorhanden zu sein. Auch wenn ich jetzt hier bei den Leiterbahnen an sich keine Reparatur durchführen musste, werde ich diese verzinnen, einfach um sie dann zu schützen, weil das Kupfer ist ja doch relativ reaktionsfreudig. Also trage ich wieder etwas Flussmittelpaste auf und nehme mir dann meinen Lötkolben mit der Spitzenspitze und etwas Lötzinn dazu und trage das vorsichtig auf die Leiterbahnen auf. Hier dürfen natürlich dann keine Schlüsse bleiben. Die entferne ich noch. Das Ganze wird natürlich noch geputzt und dann ist dort die Reparatur erstmal abgeschlossen. Ganz am Ende, das machen wir aber erst, wenn wir beide Seiten repariert haben, versiegle ich noch die Lötstellen mit Epoxidharz, damit das Ganze dann auch mechanisch abgesichert ist. Also, wenn man da mit dem Finger drauf fasst oder irgendein Teil dort drauf drückt, dass dann die Leiterbahnen nicht gleich kaputt gerissen werden. Als nächstes haben wir dann noch die zweite Seite auf der Platine. Hier sieht es ein bisschen wilder aus. Scheinbar hat hier auch schon mal jemand versucht, den Bolzen abzunehmen. Auf jeden Fall ist das Ganze, glaube ich, stärker beschädigt. Überprüfe das jetzt auf jeden Fall wieder, indem ich den Bolzen herunternehme. Dafür, wie schon vorher, Lötzinn an die Spitze, Bolzen herunternehmen und das Ganze danach noch etwas mit der Entlötlitze säubern. Hier sieht man dann auch schon eine wesentlich stärkere Beschädigung. Hier hat die Schraube auf jeden Fall einen tieferen Weg in die Platine gefunden. Das sieht dann doch sehr böse aus. Aber ohne Freilegen, also ohne Freikratzen, ist auch hier wieder keine genaue Diagnose möglich. Deswegen gleicher Schritt wie vorher, Skalpell in die Hand und loskratzen. Hier auf der rechten Seite ist erstmal eine größere Kupferfläche, die auch mehrere Schichten tief geht. Hier kann man relativ gefahrlos kratzen, denn das ist einfach nur eine Massefläche. Also hier sind keine Leiterbahnen drunter. Man sieht jetzt hier so einen ersten Punkt. Das ist eine Durchkontaktierung oder auch Via genannt in die tieferen Schichten. Da braucht man also keine Angst haben. Ich lege die Seite aber, auch wenn man sie eigentlich nicht braucht, lege ich auf jeden Fall auch immer frei, da sonst Lötzinn von meiner Lötspitze gerne dort kleben bleibt und mir dann den ganzen Weg etwas erschwert. Ich bin jetzt hier schon beim Kratzen etwas weitergekommen und sehe auf jeden Fall, dass die Platine an der Stelle sehr stark beschädigt ist. Um sicher zu gehen, dass jetzt hier auf der linken Seite nicht auch noch Leiterbahnen beschädigt sind, muss ich dort auch nochmal ein bisschen mehr von dem Pad wegnehmen. Und dazu kratze ich natürlich wieder etwas weiter. So, die Leiterbahnen liegen jetzt für mich offen frei und ich kann diagnostizieren, wie viele durchtrennt sind. Die Befürchtung, dass hier links noch mehr Beschädigungen sind, ist zum Glück nicht bestätigt worden. Die Leiterbahnen hier sind ganz knapp an der Schraubendruckstelle vorbeigeführt. Das ist also schon mal gut. Und dann sieht man hier aber, alle seitlichen sind beschädigt, also alle, die hier so gerade durchgeführt sind, und haben insgesamt hier 7 Brüche, oder Schnitte, die ich jetzt versuchen werde zu reparieren. Das ist eine ziemlich aufwendige Reparatur. Also die meisten Bluescreens haben vielleicht 1, 2, 3 durchtrennte Leiterbahnen, weil die Schraube dann nicht so tief reingeschraubt wurde. Aber hier in dem Fall hat man echt gute Arbeit geleistet und für die Leiterplatte sehr tiefe Beschädigungen hervorgerufen. Zusätzlich ist jetzt hier schwierig, man sieht schon, einige Leiterbahnen verlaufen nicht ganz gerade oder wie hier, die hat so eine doppelte Unterbrechung. Und das ist dann zusätzlich schwierig, weil meistens lösen sich dann auch diese Leiterbahnenenden
von dem Platinenmaterial. Und das hat dann zur Folge, dass die manchmal zu einer anderen Leiterbahn so überschlagen und einen Kurzschluss verursachen. Da muss ich also aufpassen, was mit den Leiterbahnen durch die Wärmeeinwirkung des Lötkolbens passiert. Und eventuell, wenn ich sehe, dass das bewegt sich zu stark nach links und rechts oder bleibt nicht an der Position, wo ich es haben will, muss ich diese dann an der Stelle kürzen und diesen Teil entfernen. In diesem Teil habe ich die Leiterbahn freigelegt und der Schaden ist jetzt erkennbar. Es sind ziemlich viele Leiterbahnen durchtrennt und allein schon das Freilegen war ziemlich mühselig. Ob ich das dann reparieren kann, seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion oder schaut doch mal auf idoc.eu vorbei.